storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin die Mira, da ist der Ozok. Guten Tag, hallo. Wir sind heute wieder am Arkenberger See zusammengekommen. Anbaden. Anbaden. Ich wollte ein Seenvideo machen. Ich habe da schon mehrere von gemacht. Ich verlinke euch die Playlist. Vielleicht ist sie auch auf dem i-Punkt hier oben rechts für euch, wenn ich dran denke. Da oben. Ich mache die Finger schon richtig. Da, hier. Wir waren letztes Mal schon am Arken, also letztes Jahr schon am Arkenberger See. Am 1.6. am Kindertag. Und jetzt ein bisschen und später. Und es war arschkalt. Richtig, arschkalt. Genau. Und ja, wir dachten, wir können für den See halt auch mal ein zweites Seenvideo machen. Es ist jetzt nämlich schon deutlich, deutlich wärmer. Wir waren in Leipzig anbaden das erste Mal. Das Video müsstet ihr auch gerade gesehen haben, theoretisch vor ein paar Tagen. Und jetzt, ja, sind wir ja wieder in Berlin. Unser Urlaub ist zu Ende. Unseren Urlaub habe ich übrigens auch mitgevloggt, verlinke ich euch auch. Aber die Werbung endet jetzt. Ich wollte heute hier an diesem wunderschönen See ein neues Video machen. Ja, darf ich mal einen Schwenk machen für Sie, damit wir das besser... Und Sie bauen hier diese Matratze auf. Ich habe hier zwei Stecker, genau. Die gelben und die Metalldings. Ich weiß nicht, ob ihr das vom letzten Jahr noch kennt, aber du musst es zeigen, wie groß es ist. Das ist das allergrößte, was ich gefunden habe bei Amazon. Die ist, glaube ich, 3x3 Meter oder 4x4 Meter. Das ist so eine große Strandmatte, damit die Leute... Abstand halten. Das ist übertrieben nervig. Selbst wenn man Handtücher und eine kleine Matte hinlegt, legen die sich nur so nah ran, dass sie dann halt mit sozusagen fast in deinem Zelt sitzen, auf deiner Matte. Und die ist besonders groß, damit wir nicht belästigt werden. Genau, das ist der Plan. So, ich leg dir mal die Schniepel zum Runterpieksen dahin. Ich wollte noch kurz was zum erzählen. Da oben, das haben wir beim letzten Video nämlich nicht gemacht, da oben seht ihr die beiden großen Berge. Das ist der Arkenberge, das ist ein ehemaliger Müllberg, der aufgeschüttet wurde, nachdem hier halt diese Grube ausgehoben wurde, zur Zeiten der DDR. Und da seht ihr die großen Windräder hinten hoffentlich. Und dieser ganze Bereich, also dort, wo mein Finger jetzt links ist, bis dort, wo es mit dem normalen Strand los ist, da ist der FKK-Bereich. Da sind immer alle nackigen alten Männer und Frauen, aber mehr alte Männer. Und ja, hier vorne ist der normale, also meistens da vorne sind alle ganzen Kinder so und hier rechts sind immer Leute mit Hunden und hier hinten ist eigentlich so der Fahrradplatz für die Leute, die eine Fahrradtour machen zum Chillen, aber den haben wir uns jetzt geholt. Wie bauen Sie denn dieses Strandfeld aus, Mira? Das geht super einfach. Wow! Überkrass. So, und jetzt gehen wir baden. Das finde ich sehr gut. Erste. Ah, ich muss mir noch die Schuhe ausziehen. Und wie warm ist es, Fräulein? Naja, 2 Grad, 3 Grad könnte es noch wärmer sein, aber... Ich muss hier mal mein Ding ausfahren. Ich brauche erstmal eine andere Brille und einen Topf hier. Oh. So. Sehen Sie sich? Mhm. Ich finde das sehr gut. Aber das sieht auch sehr gut aus. Erstmal so, vom Wasser sehr klar. Genau. Wie findest du den Arkenberger? Ich finde ihn ganz gut, gerade so am Anfang der Badesaison, weil am Ende ist der zu veralgt. Also am Ende ist der richtig eklig. So. Alge. Ja, aber am Anfang der Saison so, ja, kann man hier richtig, richtig gut baden. Außerdem ist es unser Nestersee. Und ja, ich finde ihn eigentlich richtig klasse, weil er halt auch diese kleinen Abteile hier hat beim Rumlaufen. Also man kommt auch zu Fuß, in einer Viertelstunde ist man drumherum gelaufen. Der ist halt nicht so groß, der wärmt sich sehr schnell auf, der hat hier diese kleinen Einzelabteile, der hat vorne den großen Strand. Und ja, ich mag den See und wenn man Glück hat, also wir sind jetzt zum gegen 10 ist es jetzt, ne? Da ja, hat genau, man halt doch noch einen Einzelplatz. Und das finde ich wiederum richtig, richtig klasse. Das heißt, auch wenn der See übertrieben voll ist, hat man vielleicht Glück, dass man so eine Nische für sich alleine hat oder zu zweit oder so. Sieht aus, als ob ich dich angeln wollen würde, so mit dem Ding hier. Ich habe so eine Route ausgefahren. Ja, Ozok hat die 3 Meter ausgefahren von unserem Selfie-Stick. Es sollen ja heute fucking 32 Grad werden in Berlin. Und ich bin froh, also ich bin immer noch sehr hell, dass ich schon ganz leicht braun geworden bin. Ich weiß, bei meiner Helligkeit sieht man das nicht. Aber ja, ich glaube, so lange, richtig lange halten wir es bei uns heute nicht aus. Also die Sonne drückt richtig krass extrem schon, weil, also es ist jetzt gegen 10. Und ich habe mir hier, naja, nicht ganz ein Eiswasser, aber es war 2 Stunden im Tiefkühler. Und da sind Eisstücke auf jeden Fall drin. Das gönne ich mir. Mmh. Ich gehe auch noch mit rein.
Ja, in der Oberfläche ist es schön warm, aber unten merkt man, dass da ist es noch ein bisschen kühl. Ja. Aber geht so. Kann man auf jeden Fall schon mal baden. Ja. Vor allem, wenn man 2 Minuten Sonne abbekommen hat, dann ist man auch so aufgeheizt, dass es dann einfach geht. Hallo. Huhu. Wir haben eine Poolnudel bei und ich muss ja sagen, ich habe so geile Gadgets gekauft, Leute. Ich habe so geile Gadgets gekauft. Unfassbar krasses Zeugs, das hier. Ozok hat schon ein Unboxing gedreht, aber ich soll ihn ein bisschen schämen, dass er das noch nicht online gestellt hat. Es ist schon fertig. Es ist schon fertig, ist nur noch nicht online. Das ist dieses krasse Gerät und die GoPro ist wasserdicht. Die nehmen wir auch mit ins Wasser. Und es kam aber Beschwerden, dass wenn die GoPro unter Wasser ist, dass dann das Wasser sich in dem Mikrofon lagert und man dann den Ton sehr schwer versteht. Boah, und es sind 4 Fische. Es sind 4. Und das sind wenn so kleine, so eine grünen, gelblichen Heringe? Ja, weiß ich nicht. Grün-gelbliche, so kleine Forelle? Fische. Was? Forelle? Die könnten auch Forellen sein, ja, ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, wenn ein Wassertropfen zum Beispiel auf der Linse trocknet, dann sieht man für das restliche Video nicht mehr so viel. Und die Beschwerden haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und dieses Ding hier gekauft. Hier können wir nämlich die GoPro reinsetzen und ihr seht, hier ist eine Kuppel vorher. Und dann haben wir die Hoffnung, dass der Ton ein bisschen besser ist und dass die Sicht auch ein bisschen besser ist, weil der Wasserspiegel, wenn wir die GoPro untertauchen, ist er nicht direkt vor der Linse, sondern hat halt noch 5 cm Abstand vor der Kuppel, dass dann das Bild optisch ein bisschen schöner wird. Außerdem soll es die Farben nochmal verstärken. Und wir probieren dieses krasse Gadget auf jeden Fall mal aus. Mögen wir sehr. Und also ich habe die jetzt eingebaut. Ich gebe sie den Herrn Ozok. Hattest du erwähnt, dass die GoPro ansonsten auch wasserdicht ist? Das ist einfach krass. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe hier Fische gehabt. Ob ich das. Ja, halt so. Immer so ein bisschen an wie im Badezimmer, habe ich festgestellt. Ich hatte da ja schon eine Testaufnahme gemacht, aber ich weiß nicht, wie sich das unter Wasser anhört. Also ich kann unter Wasser ja nicht reden, aber mal gucken, ob wir jetzt hier eine Runde schwimmen können. Ich muss ein Stück vorgehen. Hallo, ich hoffe, ich habe hier alles gut aufgenommen. So, ich stehe jetzt nochmal weiter am Rand. Hier sind die Fische. Ich hoffe, man kann die jetzt erkennen durch die Taucherglocke. Ich bin die Nudelbringerin. Ich habe die längste Nudel hier. Ich brauche 2 Stunden, um über Wasser zu bleiben. Ozok hat vorhin in die Kamera geredet, als die Kamera unter Wasser war. Und eigentlich müsste er den Text nochmal aufsprechen, falls es unter Wasser nicht hörbar war. Ja. Aber jetzt? Ja, Ozok. Kommen Sie mal näher, Herr Ozok. Was? Kommen Sie mal näher, Herr Ozok. Ich muss zurück. Warte, warte. Also ich brauche irgendwie, 2 Grad wärmer wäre irgendwie schon cool so, muss ich sagen. Hallo. Oh, hier sind die mit krassen Libellen, Alter. Die sind große, vor allem, die hier rüberfliegen. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Wir sind hier übrigens immer noch alleine. Also wir haben ja schon Stündchen hier verbracht und chillen und brutzeln in der Sonne. Warte. Auf was soll ich warten? Ich dachte, du machst, wenn ich unter Wasser bin, dass du mein Gesicht filmst.
Dann müssen sie noch mal untertauchen. Der Mann hat doch ihr Gesicht gar nicht gesehen. Das ist egal, das hat man bestimmt gesehen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr das hier seht. Ja, so, möchtest du die Poolnudel haben? Nee, also ich brauche einfach die Hände frei, um mich ein bisschen in den Wasser. Dann geben Sie mir mal die... Ich bin alleine, glaube ich, sogar. Nee, jetzt dreht sich leider. Achso, es dreht sich? Hallo! Es schwimmt aber von alleine. Dieses Ding ist überrascht. Dann muss ich es vom Grund aufholen. Ich bin ein Seeungeheuer. Tschüss. Bin ich dumm? Also wir werden das ja feststellen, ob man es unter Wasser gehört hat. Ansonsten. Ich hatte nur den halben Ton. Ja, und ansonsten spielen wir jetzt die Musik vom Weißen Hai rein. Sind Sie eine Badenixe? Ich bin ein Walross. Du bist kein Walross. Sie sind eine Badenixe, sehe ich doch. Hier, eine Meerjungfrau sind Sie. Eine ganz süße. Eins von beiden wird schon sein. Ja. So, haben wir Spaß, Herr Ursus? Ich finde das sehr gut. Ich würde jetzt gerne noch eine Runde weiter schwimmen. Und dann ein bisschen raustreiben lassen. Ich gebe Ihnen mal das Ding, mal gucken, wie weit ich treibe. Wie bitte? Da muss ich leider ranzoomen. Ja, so hat es Spaß. Aber wir gehen wieder zurück. Also, wenn man erst mal unter Wasser ist, ist es wirklich gar nicht mehr so schlimm. So, der Herr Ursok ist schon angezogen. Ich habe in diesem Video sehr oft Herr Ursok gesagt, fällt mir gerade auf. Ja. Und der liebevolle Ehemann. Mein liebevoller Ehemann, natürlich. Ja. Und ja, wir räumen gerade zusammen. Also wir sind jetzt 2 Stündchen da. Und ich muss sagen, es ist jetzt also gleich um 12. Die Sonne knallt richtig. Ich bin sehr dankbar über diesen Baum, weil hier mein Zelt dafür im Schatten steht. Und dann habe ich hier nochmal so einen Doppelschatten. Also ihr wisst schon, was ich meine. Es ist dann noch ein bisschen angenehmer im Zelt. Ja, ansonsten würde ich es hier gar nicht aushalten, ehrlich gesagt. Herr Ursok, was sagen Sie? Ich bin zufrieden. Ich denke, wir ultra sind warm. Wir sind auch ganz gut braun, also ein bisschen brauner geworden heute. Vielleicht sieht man ja morgen ein bisschen was auf der Haut, dass man da ein bisschen brauner geworden ist. Sieht man was? Ja, also auf der Schulter bist du auf jeden Fall schon dunkler, ja? Auf beiden Seiten und oben halt auch. Hier ist Zopfi, kann ich nicht zeigen. Genau. Ja, wir hatten eben netten Besuch noch, das war ganz lustig. War ein kleiner Junge mit seiner Omi und der Junge war super duper aktiv hier drin und hat Fische gefangen. Wir haben ja so ein Netz dabei, so einen Köcher hatte der dabei. Genau. Und war auch ganz erfolgreich. Kescher, nicht Köcher. Und ja, hat durchgehend quasi getaucht und ist runter und hat versucht, Fische zu fangen und hat sie dann immer auch ganz schön seiner Omi gezeigt. War ganz süß. Ja, die waren ganz nett. Und dann hat uns noch ein Hundi besucht. Der Mann wollte seinen Hund noch kurz baden lassen, bevor sie nach Hause gehen, damit er den Weg nach Hause schafft sozusagen, weil es ja echt ultra heiß ist, auch für die Tiere vor allen Dingen ja auch. Der Hund war aber auch sehr süß. Das war ein Labradoodle. Das ist so lustig. Letztens haben wir erst Frops gelernt, also letzten Freitag. Französische Bulldogge und Mops. Und ein Labradoodle ist ein Labrador mit Pudelmix. Genau. Ja, also wir lernen total viele Sachen. Ist sehr lustig. Und dann hat er uns gesagt, ja, mit Pudel gibt es ganz viele Mixe schon. Es gibt ja auch den, was hat er gesagt, Schnudel? Ja, genau. Schnauzer und Pudel. Allein deswegen, ja, das ist ein Schnudel. Sollte man sich schon so einen Hund gönnen, oder? Ja, finde ich, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Frops und Schnudel. Finde ich sehr süß, hat uns Freude bereitet. Ja, wir packen zusammen. Ursok zieht schon die Heringe raus. Und dann können wir gleich los. Also wir, da vorne parkt man ja sozusagen am Strand. Ich weiß, ihr seht es nicht mit der GoPro so gut, weil das ja eine Actionkamera ist, eine Weitwinkelkamera ist. Und wir laufen quasi so da lang. Das dauert aber nur 5 Minuten und dann ist man hier an dem Plätzchen und könnte jetzt auch die andere Richtung laufen. Da dauert es dann länger. Da dauert es ein bisschen länger und da muss man diesen kompletten FKK-Bereich langlaufen und das ist kein schöner Anblick, Leute, ich sag's euch. Kein, ja, wenn das halt so die kein schöner Anblick. 60-, 70-jährigen Omas und Opas sind, die da ihre
Das sind eigentlich immer nur die Opas 60 plus, die da liegen. Da waren da der eine. Ja, ich habe auch vorhin eine Oma hier gesehen, die ja, nackt rumgefahren ist. Ja, aber so 80% sind halt alte Opas. Ja. Ja. Kein schöner Anblick. Ja, kann ich noch mal kurz ausfahren, dass wir noch mal einen Seeblick machen können? Ja. Hier gebe ich dir das Ding. Das müssen die Zuschauer entscheiden, ob sie wissen, wie das Ding zusammengeht. Glaub. Genau, dann war das irgendwie so nach unten gedreht und dann noch ineinander verzwirbelt. Ja. Ach komm, gelernt ist wie Fahrradfahren. Easy. Zelt aufgebaut, Zelt ja. Zugemacht. Pop-up-Zelt sind echt super für den Strand. Mag ich total. An der Ostsee braucht man ja so einen Windschutz eher, aber jetzt hier so an einem See, Pop-up-Zelt perfekt. Da wird man sich vor die Sonne schützt, weil wir wollen keinen Hautkrebs kriegen. Ja, dann würden wir sagen, für heute. Genau, wir beenden dieses Video. Wir fahren jetzt nach Hause und gehen wir morgen ins Fitnessstudio oder heute das erste Mal? Nee, morgen. Heute gehe ich nirgendwo hin. Aha. Möchte mich auch nicht testen lassen heute mehr. Na gut. Okay, morgen gehen wir ins Fitnessstudio. Wir haben viel vor. Wir müssen die Wohnung noch ein bisschen aufräumen. Sieht noch ein bisschen chaosmäßig aus nach dem Urlaub. Und ja, wenn euch sehen Videos gefallen, ich verlinke euch die Playlist, wie gesagt, habe ich am Anfang schon erwähnt, sorry, ist doppelt. Dann abonniert mich gerne. Abonnieren ist kostenlos und dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Außerdem könnt ihr mir gerne sehen, auch in die Kommentare schreiben, wo wir auf jeden Fall mal hin sollten, müssen, könnten. Berlin und Umland. Berlin und Umland. Oder Ostsee und Nordsee, wenn ihr mir auch eine Freude machen wolltet. Dann muss ich aber weit fahren. Okay. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.